erlebt. Ich kenne immer nur die Aussagen. Da durchzuatmen ist halt sehr unangenehm und man hat immer so ein bisschen das Gefühl, dass man weniger Luft kriegt als sonst. Und deshalb ist es nicht nur wegen der körperlichen Anstrengung, sondern auch wegen dieser Maske ein bisschen ungewohnt. So, und jetzt, wie gesagt, sind sie froh, ohne Maske, ohne Laufband, Ball am Fuß. Und jetzt geht's endlich wieder Richtung Fußball. Ja. Und da freuen wir uns vor Zuschauern. Man sieht es auch, wenn sie drüben vorbeilaufen an der Tribüne, dann gibt es einen Applaus. Da haben sich auch alle drauf gefreut. Wir können mit einem öffentlichen Training starten. Ja, ganz genau. Also das war ja jetzt die letzten Monate mit Corona auch nicht selbstverständlich und auch immer mit einem großen organisatorischen Aufwand verbunden. Und umso besser ist es jetzt, dass wir jetzt wirklich das erste Training gleich mit Fans machen können. Und man sieht ja auch an dem Zuschauerzuspruch, dass einige gekommen sind. Montagnachmittag ist jetzt natürlich wegen Schule und Arbeit auch nicht der optimale Zeitpunkt für die Fans, aber die haben ja jetzt im Laufe der nächsten Wochen auch noch ausgiebig Gelegenheit. Geht ja schon los in Böblingen mit dem ersten Testspiel und dann Trainingslager, weitere öffentliche Einheiten, die wir auch zeitnah kommunizieren werden. Ich glaube, die nächste ist Mittwochnachmittag, aber da gibt es dann noch zeitnah die entsprechenden Infos von uns. Also wir hoffen, dass wir viel öfter natürlich als in den letzten Monaten die Möglichkeit haben, auch die Fans wieder nah ranzulassen, weil das ja auch was ist, was den Fußball ausmacht und was den VfB ausmacht, dass die Fans eben ganz nah dran dürfen. Ja. Du hast das Jako-Spiel schon angesprochen gegen Böblingen. Auch da, ja, ist ja meine Ecke, da sind die Tickets weggegangen wie warme Semmeln, sagt man immer so schön. Ja, da freuen wir uns natürlich auch schon auf eine tolle Kulisse. Ich glaube, das wird ein richtig schönes Eröffnungsspiel. Letztes Mal dann auch bei Jako quasi vor der Haustür gegen Hollenbach, da war es ja auch ein tolles Match und es sind immer schöne Auftaktbegegnungen, wobei man da schon immer weiß, der Gegner ambitioniert, hängt sich rein und unsere Jungs wollen von Anfang an auch zeigen oder da wollen sie auch schon zeigen, wer da reingehört ins Team. Ganz klar, also zunächst mal ist es ja immer so, du hast gerade angesprochen, dass das ja dieses Jako-Spiel ist, von unserem Ausrüster präsentiert, organisiert, immer ein ganz toller Moment, auch für alle Beteiligten, weil die Zusammenarbeit mit Jako ja super ist, das neue Trikot ist ja auch schon wieder, findet ja ganz reißenden Absatz und deshalb, erstes Spiel ist immer was ganz Besonderes, aber ich glaube, bei allem Ehrgeiz und bei allem Versuch, auch sich da gleich dem Trainer zu präsentieren, muss man schon auch sagen, da gehört natürlich auch so ein bisschen, steht natürlich auch so der Aufgalopp im Vordergrund und aber auch die Tatsache, dass wir hier in der Region das erste Spiel machen, direkt vor der Haustür, um uns den Fans zu zeigen. Aber klar, jeder, der die Jungs hier kennt, der weiß, es gibt nichts geschenkt und die werden das Spiel natürlich gewinnen wollen, die wollen zeigen, was sie drauf haben, ist ja klar. Ganz vor der Haustür ist es nicht, aber trotzdem recht nah ist in diesem Jahr das Trainingslager. Das ist auch eine schöne Geschichte, da freuen wir uns. Wir haben tolle Trainingslager in Kitzbühel gehabt, auch schon in Grassau. Es sind tolle Bedingungen. Dieses Mal landen wir im Allgäu und das ist auch was, haben wir schon öfters mal drüber gesprochen. Die Nähe, kurze Wege, bietet sich natürlich an für die Fans, uns dorthin zu begleiten. Da sind wir dann dort vom 9. bis zum 16. Ganz genau, 9. bis 16. Juli. Sind wir im Allgäu, da freuen wir uns sehr drauf, eben auch, weil die Entfernung zu Stuttgart geringer ist jetzt als in den letzten Jahren, als wir dann häufig in Österreich unterwegs waren. Was auch toll ist, ist, dass wir am 9. und am 16. jeweils in Friedrichshafen testen, einmal gegen Zürich, einmal gegen Brentford, also auch tolle Gegner, einmal aus der Schweiz, einmal aus England. Auch das ist ja von der Entfernung so, dass man das auch gut von hier erreichen kann. Und ich glaube, dass das Trainingslager, natürlich steht da auch im Vordergrund, dass die Mannschaft sich optimal vorbereiten kann. Aber wenn man das jetzt kombinieren kann noch mit der Nähe zu den Fans, quasi in unserem Einzugsgebiet, dann ist das natürlich umso schöner, umso besser. Und da freuen wir uns jetzt schon drauf, auf die Zeit im Allgäu und natürlich auch auf die zwei Testspiele in Friedrichshafen. Genau, du organisierst die ganzen Medientermine jetzt auch schon wieder hier rund um dieses Training. Es sind einige Medienvertreter da. Der Sportdirektor auch. Haben wir eine Chance, dass wir ihn jetzt auch noch gleich dann irgendwann ans Mikrofon bekommen, bevor er dann nachher noch rübergeht und dann sich auch den SWR, ich glaube, vertreten. Ich weiß nicht, wer ansonsten noch da ist, also bevor er sich den anderen Medien stellt? Ganz genau. Wir haben ja so einen kleinen Plan mit ihm schon abgesprochen. Und zwar sieht der so aus, dass er jetzt natürlich gleich mal hierher kommt. Ja, hat er fest zugesagt. Obwohl du das Interview führst, hat er gesagt, macht er das. Anschließend steht er dann den Medienvertretern, die hier berichten, zur Verfügung.
Und dann wird man natürlich rund um diese Live-Übertragung auch noch den einen oder anderen Interviewpartner für dich zur Verfügung stellen, ist ja auch klar. So, ich glaube, das ist ein tolles Programm für die Zuschauer, die uns jetzt hier beim Training zuschauen und zuhören. Und ich würde mich dann mal auf den Weg machen und versuchen, den Sven zu überreden. Aber ich kann euch alle beruhigen, der hat schon zugesagt, also der kommt gleich vorbei. Jawohl, nach gestern Abend, weil gestern war ja Moischis Geburtstag, da habe ich schon den einen oder anderen Spruch losgelassen. Ich bin mal gespannt, ob er noch kommt. Ja, war auf jeden Fall ein tolles Fest und ein überragender Jubilar. Der hat es auch verdient, dass da alle da waren. Und ich glaube, man kann ja sagen, dass der VfB den besten Zeugwart der Welt hat, das kann man, glaube ich, mit Fug und Recht sagen. Da gibt es keine Konkurrenz zu Moischi und dementsprechend haben wir ihn gestern auch gefeiert. Sportdirektor war da, hat eine tolle Rede gehalten, Präsident hat eine tolle Rede gehalten, hat der Moischi auch verdient. Und jetzt, gehen wir in die neue Saison und der Moischi hat heute Morgen, das darf man, glaube ich, an der Stelle auch schon sagen, obwohl gestern sein Geburtstag war, hat er bis kurz vor der Party gearbeitet und heute Morgen war er auch schon wieder da. Also das zeigt ja auch, was das für ein einmaliger Mensch ist und was für ein toller Zeugwart. Genau, war der erste heute auf dem Gelände. Vielleicht, wenn du den auch noch hierher bringen könntest, ich habe es eigentlich schon fast versprochen, wäre cool. Also wir würden ihm gerne auch nochmal hier nachträglich gratulieren. So, Herr Herbert, dann vielen Dank für die ersten Eindrücke. Vielleicht hören wir uns ja später nochmal, je nachdem, wie es dein Zeitfenster dann zulässt. Wir sind circa, haben wir mal vereinbart, 40 Minuten hier drauf. Vielleicht wird es auch eine gesamte Halbzeit. Wir übertragen die ersten 40, 45 Minuten. Und dann, wie gesagt, lassen wir die Jungs in Ruhe dann auch weiter trainieren. Ich glaube, da hat man sich auch schöne Eindrücke machen können von unseren Spielen, aber natürlich auch von den schönen Trikots. Kurzen Satz von dir dazu. Ich habe es gerade schon gelobt. Ich finde es ultra cool. Ich finde es überragend, muss man einfach sagen. Also mir gefällt eben zum einen sozusagen natürlich das klassische Weiß mit dem berühmten, weltberühmten roten Brustring. Und zum zweiten die Idee, da viele berühmte Bauten aus der Stadt einzuarbeiten. Top, also überragend. Alle, die da mitgearbeitet haben, haben da, glaube ich, wirklich einen sensationellen Job gemacht. Und ich glaube, was man so hört, die Absatzzahlen, die Verkaufszahlen von dem Trikot, die sind absolut top. Und das zeigt, glaube ich, dass das super, super ankommt und der Geschmack super getroffen wurde. Uns kommt ja noch was nach, da können wir uns dann auch noch aufs Auswärtstrikot und auch ein Third, wie man es immer so schön international nennt. Schwierig für mich, weißt du, so ein bisschen die ältere Generation. Third, dieses TH war noch nie meins. Ja. Du kannst einfach auch das dritte Trikot kannst auch sagen. Darf man ja, doch, darf. Ja. Also ich weiß nicht, ob das Wording noch okay ist. Sehr gerne. Also das Wording, kannst du sagen. Ja, genau. Also sag einfach das dritte Trikot. Okay. Dann passiert dir nichts. Sehr schön. Und die Torwart-Trikots gefallen mir auch. So. Also ich darf jetzt aussuchen übrigens, ob wir jetzt mit Moischi weitermachen oder mit Sven. Ich habe das jetzt mal während des Interviews schon arrangiert. Die sind beide bereit. Du kannst aussuchen. Also dann sage ich jetzt, normal sticht ja der Sportdirektor alles. Aber 60 Jahre Moisch sticht ein Sportdirektor, oder? Absolut. Ich hole den Moischi und dann geht's gleich weiter. Ja, dann bin ich mal gespannt, was der Sven sagt, wenn er sich hinten anstellen muss. Das hält er aus, bin ich mir sicher. Okay, also dann freuen wir uns gleich also auf unseren Jubilar. Wie gesagt, gestern 60 Jahre alt geworden. Michael Moisch, unser Kultzeugwart, den wir jetzt natürlich auch noch zu uns hier ans Mikrofon holen. Tobi Herbert ist... Ja, schon auf Mikro. Und er bringt ihn auch schon. Moischi, komm mal, wir laufen einen kleinen Schritt ran ans Spielfeld. Vielleicht kriegt man dich dann nämlich auch ins Bild hier runter. Bis hier dürfen wir. Weil wir haben da drüben deine Kamera, dass die Leute dich zu Hause auch sehen. Moischi, zunächst nochmal. Ich habe dir gestern schon persönlich gratuliert. Ich mache es aber, glaube ich, jetzt auch nochmal im Namen aller VfB-Fans hier am Rande des Trainingsauftakts. Der Kerl, der gestern bis nachmittags gearbeitet hat, abends ein mega tolles Geburtstagsfest hatte und heute schon wieder der Erste auf dem Gelände war. Michael Moisch, alles Gute zu 60 Jahre. Ich glaube, es hat dich auch gefreut, wie viele gestern an dich gedacht haben. Ja, war überwältigend, sehr, sehr groß überwältigend, muss ich echt sagen. Viele Geschenke bekommen, enorm viele SMS im dreistelligen Bereich. Also hat mich echt riesig gefreut. Ja. Und ich kann noch anfügen, auf deinem Geburtstagfest, Tobi hat es auch gerade schon gesagt, Sven, tolle Rede, dann auch der Präsident. Aber da waren natürlich auch Gäste dabei, ehemalige Spieler, ehemalige Sportdirektoren, Sportvorstände. Also unglaublich, man hat da gemerkt, welche ehemalige Vorstände insgesamt waren da, auch aus dem Präsidium damals ja noch. Welche Anerkennung das ist, die sind extra von ganz weit her angereist. Ja, genau, da habe ich mich sehr, sehr gefreut. Der Jochen Schneider ist extra aus New York gekommen, der hat da seit ein paar Wochen eine neue Arbeitsstelle. Er ist extra daher geflogen, dass er da beim Geburtstag dabei sein kann, hat mich natürlich sehr gefreut. Ja, viele ehemalige Leute, Oliver Schraft und so sind gekommen, das hat mich auch sehr gefreut. Ich habe auch enorm viele Absagen leider bekommen, kurzfristig, weil einige im Urlaub waren und leider wieder das Corona halt auch wieder
quasi uns eine Strichrechnung macht. Ja, aber ja, ich war sehr zufrieden und war happy, dass so viel gekommen sind. Auf wen ich ja eh schon vorher getippt habe, aber es war klar, der Georg Niedermayer, der Schorsch, der lässt sich sowas natürlich nicht nehmen. Ihr seid richtig, richtig gut befreundet, dass der auch da war, der ja gerade so ein bisschen durch die Welt tourt. Ich glaube, das war auch so jemand, der dann ja eine ganz besondere Freude gemacht hat. Ja, genau. Mit Georg habe ich natürlich den Kontakt nie abgerissen, mit sehr viel Kontakt. Er macht seit circa anderthalb Jahren, der quasi seine Karriere beendet. Mhm. Er macht seit circa anderthalb Jahren jetzt quasi so eine Weltreise. Er war jetzt lange in Argentinien, in Brasilien, in Mexiko, in Costa Rica und überall, gut, halt überall die Welt erkunden. Ja, mit seinem Surfbrett, er geht aufs Brett und surft morgens aufs Meer durch. Ja, und will halt jetzt die ganze Sprache lernen, Spanisch lernt er gerade und so. Ja, das ist mir ein viel Kontakt. Ja, das hat mich natürlich äußerst gefreut, dass er auch gekommen ist zum Geburtstag. Ja. Genau, aber du hast zu mir auch gesagt, Holger, Geburtstag, haken wir, gestern hast du schon gesagt, haken wir ab jetzt dann auch ab, weil ab jetzt genau. Fokus. Jetzt ist der Fokus hier beim Arbeiten auf dem Platz. Jetzt ist der Geburtstag vergessen und jetzt greifen wir wieder an. Genau, angreifen in dem Sinn auch. Wir sind letztes Jahr bis zum Schluss oder haben wir gelitten. Es dürfte dieses Jahr ein bisschen weniger werden. Du bist schon so lange dabei, aber dieses Saisonfinale mit dem Spiel, mit der Stimmung gegen Köln, ich glaube, das war ja unglaublich. Das war eigentlich fast nicht greifbar, was da los war. Wir haben danach alle erstmal ein bisschen auch wieder durchatmen müssen, bis wir kapiert haben, was da los war. Ja, genau. Der Jubel und so. Die Freude war außergewöhnlich, habe ich noch nie erlebt. Ich bin jetzt auch schon weit über 30 Jahre dabei. Auch als Fan war ich schon 10 Jahre vorher im Stadion. Also das hat es noch nie gegeben, so ein Jubel und so. Ich habe viele Leute gehört, die waren am Schlachthof. Da hat der Michael Wilhelmer Gastronomie, also das ist weit über dem Stadion weg. Da hätten die Leute den Jubel gehört und die Schreie, so laut war das. Da weiß man ungefähr, wie laut es war. Ja. Wir jubeln nächstes Jahr gerne wieder so laut, allerdings vielleicht ein bisschen früher in der Saison. Also so ganz so spannend müssen sie es nicht machen, unsere Jungs und das Trainerteam. Nein, das wäre gut, wenn man relativ schnell die 40 Punkte erreichen würde. Das wäre klasse. Ja. Spannendere Runde. Genau, das ist erstmal das Ziel, dass wir sagen, in ruhiges Fahrwasser kommen. Kann man jetzt aber auch schon, da ist der Start wichtig. Und deswegen, ab heute wird auch hier auf dem Platz gearbeitet. Wir haben es vor den Fans, über die wir uns freuen, dass sie da sind, auch gesagt, das ist heute kein Showtraining, sondern das ist die erste intensive Einheit und wir sehen das auch schon. Genau, da wird auch genau richtig gearbeitet und man sieht ja auch das neue Trikot, neue Hose, neue Stütze von den Spielern. Das wird das erstmal richtig präsentiert. Die Torhüter haben auch das neue Outfit an. Ja. Und ich habe auch schon gehört, dass das Trikot bei den Fans sehr, sehr gut ankommt. Sieht sehr gut aus, sieht top aus. Ja. Und die Qualität ist natürlich auch sehr gut. Das wissen wir ja alle. Jakob macht gute Qualität. Ja, wir sind sehr zufrieden. Genau, auch die Trainingsklamotten oder Trainingskleidung, Entschuldigung, Klamotten hört sich mal despektierlich an, ist aber gar nicht so gemeint. Die Jungs haben heute das Trikot an. Ja, aber auch, man sieht es ja auch schon am Trainerteam, auch die Sachen, die da gekommen sind, die haben die Jungs bei den Leistungstests angehabt, auch da sind sie alle super begeistert. Genau, super, leichter Stoff, ist gut zum Trainieren, ist gut, tut der Schweiß gut abtransportieren, also ist echt top und sehr leicht halt auch zum Tragen. Also wirklich Top-Qualität. Kann ich nur jedem Verein empfehlen, das zu kaufen. Okay, das war jetzt die Werbung. Aber was man echt wirklich sagen muss, du bist nämlich auch der Fachmann in Sachen Waschen. Und da ist es halt auch top. Die sind super gut zu waschen. Kurz, du sagst immer, ein bisschen trocknen lassen, zusammenlegen, ordentlich zusammenlegen und dann passt es. Genau, man darf halt nicht über 40 Grad waschen, ist klar. Sonst wird vererbtes Zeug oder geht es klein. Und dann halt minimal der Trockner, nicht bei hoher Temperatur. Und dann kann man es gleich zusammenlegen, dann brauchen wir es auch nicht bügeln. Wir haben die Industriemaschine ja alle. Das ist ja top, da kommt das wie gebügelt raus quasi. Ja. Genau, da haben wir auch Bilder gesehen. Vor kurzem schöner Artikel für dich über dich in der Zeitung gewesen. Ja, anlässlich deines Geburtstags. Auch da nochmal bist du entsprechend gefeiert worden. Aber jetzt, wie gesagt, wir beiden beenden das. Der Respekt bleibt trotzdem da, okay? Genau, jetzt ist der Geburtstag vorbei. Jetzt greifen wir wieder an. So, also Micha, dann vielen, vielen Dank, dass du vorbeigekommen bist. Und wir müssen noch kurz klären, wenn jetzt eine von mir auf den Deckel kriegt. Ich konnte wählen zwischen Sven und dir. Ich habe einen Sportdirektor hinter dir angestellt. Gut. Mutig, oder? Sehr mutig, sehr, sehr gefährlich. Wir gucken mal, wie er reagiert. Genau, Herr Meusch, vielen Dank und viel Spaß mit den Jungs in dieser Saison. Genau, gebt Gas. Vielen Dank. Ciao. So, dann gucken wir mal, ob der Sportdirektor kommt. Ja, ich glaube, er hat jetzt gesagt, es dauert noch 2 Minuten. Vielleicht lässt er mich jetzt extra warten, weil ich Herrn Meusch vorgezogen habe. Jetzt schauen wir aber auch mal ganz kurz auf den Platz. Jetzt sehen wir, in kleinen Gruppen wird gearbeitet. Freuen wir uns natürlich auch, dass Silas mitmischt. Ich glaube, den haben wir in der vorderen Gruppe dann bestimmt auch gerade des Öfteren im Bild. Über die anderen Jungs, die alle mit auf dem Feld sind, da werden wir uns gleich mit dem Sportdirektor unterhalten.
Hier vorne auf alle Fälle die Eckloffen noch mit dabei. Chris Führig, Pascal Stenzel, Aurel Mangala, also illustre Truppe. Natürlich auch ein paar Jungs, die jetzt ausgeliehen waren, die dann jetzt wieder bei uns sind. Da sehe ich Herrn Aidonis, sehr schön. Mo Sanko freut mich auch ganz besonders. Ja, Herr Sportdirektor, ich habe Zeit. Ich habe hier gerade mal so ein bisschen drauf geschaut und habe mich gefreut, dass viele Jungs dabei sind, wo wir, über die wir uns besonders freuen. War gerade bei Mo Sanko. Mhm. Mit dir möchte ich aber über den gesamten Kader sprechen. Zunächst aber erstmal herzlich willkommen. Hallo. Zum Start zur neuen Saison, Trainingsauftakt. Ja. Wir sind zwar schon in den Gängen über den Weg gelaufen, die Jungs haben Leistungstests absolviert. Ich habe es vorher gesagt, es hat gut getan, nach so einer intensiven Saison ein bisschen durchzuatmen. Aber ich kenne dich, du als Fußball, als Liga-Junkie, es wird Zeit, dass es wieder losgeht. Ja klar, es ist schon schön, die Jungs immer wieder auf dem Platz zu sehen und in Aktion zu sehen und auch selber mehr und mehr wieder in Aktion zu treten, in der Kommunikation mit ihnen, in der Entwicklung des Ganzen. Und ja, trotzdem haben wir uns erholt. Es ist relativ ruhig gewesen, wie im Allgemeinen noch der Markt sehr ruhig ist, sehr bedacht ist. Und freuen uns aber nichtsdestotrotz sehr darauf, heute wieder anfangen zu dürfen auf dem Platz. Genau, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, auf den Markt. Jetzt schauen wir auf die Jungs, die drauf sind. Ich habe gerade Mo Sanko angesprochen und Silas. Das sind die Jungs, die zuletzt natürlich auch schwere Rückschläge in der letzten Saison immer hinnehmen müssen, mussten. Und da freuen wir uns jetzt natürlich, dass die gleich von Beginn an mitmischen können. Ja, ich glaube, wir können das sogar noch erweitern. Ich glaube, auch Lee Eckloff hat eine sehr schwierige Saison gehabt, ja, mit zwei Mittelfußbrüchen am Ende und vielen Verletzungen, der ja auch eines unserer absoluten Top-Jungs aus dem NLZ darstellt. Freuen wir uns auch, dass der auch wieder mit dabei ist. Auch Clinton von Beginn der Vorbereitung dabei. Ahamada, der auch viele Verletzungen mitgenommen hat, leider letztes Jahr. Also viele, viele gute Jungs, die wir da endlich mal von Tag 1 auf dem Platz haben. Und für die natürlich eine Vorbereitung extrem wichtig ist. Und von daher macht Bock, die wieder da zu haben, auch wenn natürlich noch ein paar fehlen. Genau, du hast angesprochen, Nationalspieler, klar, denen muss man die Zeit einfach dann auch geben. Ja, die haben ja teilweise noch 3 Wochen danach durchtrainiert und gespielt, bis zu 3 Spielen, 4 Spielen teilweise gehabt. Und alle unsere Jungs tatsächlich auch, bis auf Sascha, der, glaube ich, nur 45 Minuten gespielt hat, Kalajdzic, waren mehrfach im Einsatz. Dinos hat alle Spiele gemacht zum Beispiel, Ito hat sein Debüt gegeben, plus die Reisekilometer, da ist einfach wichtig, die sind bis zum 4. raus, dass die diese Woche im Prinzip länger haben, damit die auch mal 20 Tage am Stück, heißt ja nicht, dass sie nichts machen zu Hause, sondern kriegen ja auch Läufe mit, aber dass die einfach auch mal ein bisschen Kopf frei kriegen und können dann ein bisschen später einsteigen. Genau, später, wird das individuell mit jedem gesteuert. Die hatten ja auch unterschiedliche Tage, wo sie noch gematcht haben. Nee, es war eigentlich mehr oder weniger fast alles plus minus ein Tag. Deswegen, die kommen alle, müssten eigentlich alle mehr oder weniger am 4., glaube ich, aufschlagen und auf dem Platz stehen, beziehungsweise differenziert in die Leistungsdiagnostik einsteigen. Das ist, das müsste eigentlich bei allen genauso sein. Genau, das heißt, sie verpassen das Jakob-Spiel, aber danach sind sie wieder dabei. Ganz wichtig, dass sie dann wieder beim Team sind, bevor es Richtung Weiler geht, Richtung Allgäu. Da freuen wir uns drauf, dass wir diesmal quasi fast vor der Haustür des Trainingslagers haben. Ja, ganz klar. Also es ist deutlich näher an der Heimat dran. Das macht viel Spaß, auch wenn wir natürlich in Kitzbühel im Kit damals herausragende Bedingungen hatten. Ist es jetzt aber auch ein Trainingslager, was dem in nichts nachsteht. Und halt eben vor der Haustüre mit Spielen, ich glaube in Friedrichshafen am Bodensee, wenn ich mich jetzt recht erinnere, dass wir dort 2 Spiele haben, die machen werden. Und dann eben auch mit einer großen Anzahl der Spieler, der Nationalspieler, die dazukommen. Dann haben wir auch noch den einen oder anderen Verletzten, 2 heute mit Knieproblemen mit Philipp Clement und Wahid Fagin nach Meniskus-OP noch, die noch nicht auf dem Platz sind. Und 2, die mit Schnelltest Corona am Trainingsbeginn vor dem Laktattest rausgefischt worden sind mit dem Flo Schock und mit dem Ömer Faruk Beas, die 4 Jungs. Und dann hoffen wir natürlich auch irgendwann, dass Atta schnellstmöglich zu uns zurückstößt. Und weil du schon die Testspiele dann auch angesprochen hast, noch Zürich, Brentford sind schon mal lukrative Gegner. Auf das andere, das Spiel danach kommen wir dann auch gleich noch. Definitiv. Also wir haben Zürich als Schweizer Meister, Brentford Premier League Club, extrem guten Job gemacht, ein paar Top-Spieler dabei. Eine gute Erfolgsgeschichte, Matthew Benham mit Wetten sein Geld verdient, aber extrem smart, sehr gute mathematisch-analytische Modelle dahinter, haben es geschafft, über jetzt ein paar Jahre einfach einen herausragenden Job zu machen und seinen Heimatclub im Prinzip in die Premier League zu integrieren. Und da freuen wir uns sehr drauf, das passt in das gesamte Ambiente, dass wir da auch 2 richtig gute Spiele absolvieren dürfen und da auch richtig getestet werden. Und dann eine Woche später
geht es in der Arena weiter. Da haben wir alle, wie gesagt, Köln noch so ein bisschen ja, im Nacken. Das spüren wir alle noch, die Gänsehaut. Valencia. Ja, erstmal spüren wir Köln im Nacken noch. Ich glaube, wir haben 27.500 Dauerkarten verkauft. Bis Sonntag ist der Verkauf noch offen für Mitglieder. Da ist natürlich vielleicht, gucken, ob wir an die Schallmauer 30 rankommen. Was natürlich Wahnsinn ist vor dem Hintergrund, dass ja die Kapazität nächstes Jahr und der Umbau, die Kapazität erniedrigt ist durch den Umbau und der Umbau eben stattfindet. Also erstmal ein Riesendank dafür, dass so viele da halt wieder gezeichnet haben. Und dann geht's, ja, dann geht's. Valencia-Vorverkauf beginnt, glaube ich, morgen. Also bitte, wenn ihr Lust habt, die Jungs schon in Shape zu sehen nach dem Trainingslager mit ein paar Tagen Pause dazwischen. Das heißt frisch, absolutes Topspiel, bevor es ja dann schon ins Pokalspiel nach Dresden geht. Das geht ja Schlag auf Schlag. Die Sommervorbereitung ist ja ein bisschen kürzer sogar als die des Winters aufgrund der Weltmeisterschaft. Und deswegen ist es nur eine limitierte Anzahl an Spielen. Und das Pokalspiel in Dresden plus Valencia plus dann RB, schon ein geschmeidiges Programm, würde ich mal sagen. Genau, du hast gesagt, in Shape gegen Valencia, das muss das Ziel sein, weil du hast auch erwähnt, danach geht es gleich mit den Pflichtspielen los. Also das ist, ja, man kann es ganz klar sagen, das ist die Generalprobe. Das ist Generalprobe für Dresden und wir haben es schon ein paar Mal erlebt, wie es ist, nicht nur dort zu spielen, sondern auch zum Beispiel in Hansa Rostock zu spielen. Das ist volle Hütte, extrem gute Atmosphäre, ist richtig was los. Ist ähnlich wie unsere Fans hier gegen Köln für uns waren, wird uns da ein Publikum erwarten, was genauso gegen uns ist. Sicherlich das schwerste Los, mit was du bekommen kannst in der ersten Runde. Dynamo ist immer, wird immer eine schlagkräftige Truppe stellen, wird sicherlich um den Aufstieg der dritten Liga in die zweite, um sich zurückzukämpfen, mitspielen. Aber natürlich wollen wir unseren Job erledigen. Also zum einen jetzt mal in den nächsten Wochen der Vorbereitung mit den Testspielen, um dann eben auch wirklich schon bei 100% zu sein im Spiel gegen Dresden, was wir auch sein müssen, weil wie immer fangen die ein bisschen eher an. Kommen wir nochmal zurück zum Anfang. Ich habe gesagt, da kommen wir nochmal drauf zu sprechen. Du hast schon angemerkt, Transfermarkt ist momentan noch relativ ruhig alles. Es hat so langsam angefangen. So ein paar große Namen, die sind inzwischen gefallen. Und jetzt kommt es erst so langsam ins Rollenskarussell, oder? Ja, so richtig, die großen Namen sind ja hauptsächlich auf den Stürmerpositionen gefallen, mit Sadio jetzt zuletzt zu Bayern München, mit natürlich Erling raus aus der Bundesliga, mit Mbappé-Verlängerung bei PSG. Damit geht's los und das ist natürlich auch die Position, wo dann so ein bisschen die Follow-ups kommen, wie ein Sebastian Haller, der dann eben Erling bei Borussia Dortmund ersetzt. Da schauen wir mal, wie das dann weitergeht. An und für sich dürfen wir uns ja entspannen. Also Klaus kommt ja gleich zum Interview. So, wenn ich mir einen Wunsch äußern darf, dann wollen wir natürlich am liebsten alle hier behalten. Aber das ist natürlich auch genau das Gleiche, was Klaus sagen wird am Ende des Tages. Ob das eben möglich ist, werden wir sehen. Aber ganz grundsätzlich, wenn wir jetzt keinen verkaufen, dann sehen wir uns gut gewappnet, hätten wir auch nichts gegen. Also wir im Sport erst recht nicht. Und dann schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Aber man sieht, es fehlen einige. Unsere Nationalspieler, 6 an der Zahl, ein paar Verletzte, das sind knapp 10 Leute, die auch noch zu diesem Kader gehören. Das heißt, wir haben eine gute Anzahl auf dem Platz. Wir haben natürlich ein bisschen aufgefüllt mit NLZ-Spielern und ausgeliehenen Spielern, wo wir auch noch schauen müssen, wie der weitere Entwicklungsprozess aussieht. Aber wird ja auch Bock machen, wenn sie bleiben. Deswegen dürfen wir uns ja entspannen. Weil du die Youngster angesprochen hast, da haben wir ja auch richtig gute Teams im letzten Jahr gehabt. Freuen wir uns auch. Natürlich haben wir auch noch einen DFB-Pokal zum Schluss gewonnen, auch nochmal ein Highlight. Ja, da kann man die Jungs dann auch hier ranführen und das ist natürlich für die schon auch ganz, ganz groß, wenn sie dann gleich zu Beginn hier dabei sein dürfen. Ja, und auch verdient. Also wenn du anschaust, was ein Dennis Simon in der U17 abgerissen hat, Lauren Ulrich U17, da sind aber auch noch 3, 4 andere. Die können wir jetzt aber auch nicht alle, sondern mussten es ein bisschen positionsspezifisch machen, hochziehen. Da sind sicherlich 4, 5 Jungs drin, die wir perspektivisch ganz, ganz klar im Profikader sehen. Jetzt haben wir mal 2 der U17 dabei, plus ein Thomas Castanaras, Alou Kuol, der zurückgekommen ist. Und Lee Eckloff möchte ich auch immer wieder erwähnen, weil der ist auch noch ein blutjunger Spieler aus unserem eigenen NLZ. Die endlich mal auf dem Platz zu haben, gesund. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen. Habe ich einen vergessen, Tobi? Nein, ich glaube nicht. Das ist einfach richtig schön, dass einfach jetzt so über die Schritte, Mosanko ja auch noch, der ja auch aus der U19 des letzten Jahres im Prinzip stand, ist einfach total schön, dass das aufgeht, einmal langfristig mit den 05ern, auch unterhalb der 05er und jetzt auch kurzfristig mit U19-Spielern und auch wieder Jungs, die zurückkommen und letztes Jahr U23 gespielt haben, wie mit Alou Kuol zum Beispiel.
Genau, noch der Ausblick, du hast schon gesagt, Pflichtspiele zunächst auswärts, dann freuen wir uns natürlich alle aufs Heimspiel gegen Leipzig. Dauerkarten gehen ja echt richtig gut weg. Und wenn dann unsere Jungs schön auflaufen da drin, alle möglichst auch mit dem weißen Heimtrikot und unsere haben dieses schöne Trikot an, das wird ein echtes Highlight zum Saisonstart. Ja, also Rasenball zu spielen, Tradition mit allem, was wir haben, werden wir dieses Spiel angehen und dann in Trikots, die wieder mal ein absolutes Highlight, glaube ich, darstellen, finde ich. Gerade insbesondere mit den, ich glaube, 24 Wahrzeichen, die man ja wirklich dann in der Silhouette so leicht grau erkennen kann, ist einfach fantastisch. Macht unheimlich Spaß, das immer wieder mit Jakko, mit Jens Bräunig, David Haller und mit Moischi immer wieder, bin ja auch im Prozess mit drin, kriegt das ja immer wieder zu sehen. Macht einfach Spaß, diese Dinge anzuschauen, was die sich ausdenken und bin immer wieder fasziniert, was für coole neue Ideen kommen und auch wie viel tiefergehende Themen dahinter stecken. Also ist einfach schön, macht Bock und die Rückmeldung der Jungs ist auch immer sehr, sehr gut. Ihr wisst oder alle wissen das. Der Brustring zu uns dazugehört, was wir halt auch überhaupt nicht aufbrechen wollen, dieses Thema. Und was ja jetzt grundsätzlich eigentlich aus Marketing-Sicht limitiert, aber wir kriegen es halt immer wieder hin, trotzdem Trikots zu machen, die sich unterscheiden und die einfach cool sind und unserer Tradition entsprechen und trotzdem was haben, was die Leute anziehend finden, weil haben ja schon wieder ganz gut verkauft. Genau, hautnah dran war da das Motto. Ganz viele Sehenswürdigkeiten dann auch drauf. Und was mich da gefreut hat, so lange bist du ja nun gar nicht hier. Eigentlich kommst du ja aus einer anderen Ecke, aber du kennst fast schon alle Sehenswürdigkeiten rund um Stuttgart. Also 24 kriege ich jetzt nicht zusammen, da muss ich schon ehrlich sein. Aber ein paar würde ich schon zusammenbekommen, ja. Aber das erspare ich euch jetzt. Kann mich ja nur blamieren, wenn ich jetzt anfange aufzuzählen. Aber ich denke, die meisten kenne ich, die meisten habe ich schon gesehen. Und ich habe das ja auch schon mehrfach gesagt, wir fühlen uns nicht nur ich, mich persönlich, sondern auch meine Kinder, meine Frau als Familie hier pudelwohl. Meine Kids gehen hier zur Schule. Stuttgart ist uns echt ans Herz gewachsen als Stadt und das Trikot repräsentiert das dann auch nochmal. Könnt euch sicher sein, dass auch meine Kids das Ding anhaben werden. Sehr schön. Und jetzt bist du auch nicht sauer, dass ich heute ausnahmsweise mal ein Mäuschi vorgezogen habe. War das okay? Ja, müssen wir schon nochmal drüber reden. Nein, natürlich. Also sowohl Moischi als auch Günther Schäfer, dürfen wir auch nicht vergessen, der auch im Club der 60er eingetreten ist. Zwei absolute Urgesteine hier. Ich habe auf beide so ein bisschen bei Geschenkübergaben etwas erzählen dürfen. Habe aber eigentlich gesagt, nach 3 Jahren VfB Stuttgart als Sportdirektor darfst du eigentlich gar nicht über diese beiden, ich sag's jetzt einfach mal, Legenden, darfst du eigentlich gar nicht reden. Das müssen Menschen machen, eigentlich wie ihr, wie Tobi, die viel, viel länger hier sind, die auch viel, viel mehr coole Anekdoten erzählen können, die ich zwar auch alle mittlerweile auch schon mal gehört habe, aber Günther und Moischi sind natürlich, Peter Reichert dürfen wir auch nicht vergessen, ist ja auch im Club der 60er mittlerweile. Unfassbar tolle Menschen, ist sehr wertvoll, dass wir sie haben, können auch gerade in Phasen, wo es richtig heiß war und schwierig war letztes Jahr, von ihrer Erfahrung und Energie profitieren, weil die einfach schon alles gesehen haben und ja, kann man nicht oft genug sagen, danke, dass Sie da sind und herzlichen Glückwunsch nachträglich zu den Geburtstagen. Genau, aber bei den dreien herrscht halt Anekdotenverbot. Das ist einfach so, das haben wir mal festgelegt. Das habe ich im Trainingslager beim Weißwein noch nicht mitbekommen, um ehrlich zu sein. Extern herrscht. Das stimmt, das ist richtig. Genau, also Sven, dann vielen, vielen Dank. Jetzt sage ich mal beim Präsidenten nach, wie er das so sieht, oder? Mit den Spielern, sehr die gerne. Wir da kadermäßig weiterfahren. Ne? Das sehen wir dann ein bisschen reinhören. Können wir einen Deal machen, guten. Ja, genau, gut. Okay, also danke dir. Vielen Dank. So, dann warten wir kurz. Der Herr Präsident kommt nämlich auch demnächst zu mir, glaube ich. Ja. Und da ist er auch schon. Klausi, würde ich auf diese Seite bitten. Werden wir uns dann vielleicht auch mit der Kamera nachher nochmal einfangen können. Komm, lass uns ein bisschen näher rangehen, dass wir auch dran sind. Genau, dass wir nebenher auch zugucken. Ist ja auch so. Du guckst aufs Feld zum einen, aber ich sehe dich auch immer wieder rüberschielen auf die Zuschauerränge. Genau. Und ich glaube, das liegt ja sehr am Herzen, gestern bei Moischis Geburtstag auch kurz thematisiert. Wir freuen uns einfach, dass wir heute wirklich echt mit dem Öffentlichen genau starten. Also es ist eigentlich unglaublich, nach 2 Jahren Corona, muss ich ehrlich sagen, dass wir jetzt wieder die Türen aufmachen können, auch für unsere Zuschauer, für unsere Gäste, für die Fans, für die Mitglieder, aber auch für Mitarbeiter. Das ist echt schön und es freut mich total, dass auch heute hier jetzt so viel sind. Wir haben nicht das allerbeste Wetter, aber trotzdem kommen viele an einem Montagmittag zu uns nach Stuttgart, Bad Cannstatt, um beim Training zuzugucken. Das ist toll und ich glaube, wir werden auch in Zukunft gucken, dass wir einfach öfters öffentliches Training machen als früher. Ja.
Ich habe es okay bekommen, vom Herrn Sportdirektor mit dir auch gleich nochmal über den Kader zu sprechen. Aber jetzt lass uns erstmal hier mit anfangen, was uns freut. Wir haben eben Dennis Simon zum Beispiel, einen Youngster dabei. Also wirklich, da werden jetzt Jungs rangezogen. Wir haben noch ein paar in der Hinterhand. Man kann nicht immer dann gleich alle reinwerfen. Genau. Wir haben eine tolle U17-Saison letztes Jahr gespielt, sind U19 DFB-Pokalsieger geworden gegen Dortmund. Man merkt, wir sind wieder auf diesem Weg, dass Jung und Wild eben nicht nur eine Marke ist, sondern dass wir es leben. Ganz genau. Also muss man wirklich sagen, also wir haben eine überragende U17, die ja alle Spiele gewonnen hat, nur leider das Finale gegen Schalke nicht. Das war das einzige Spiel, das sie verloren haben. Es war tragisch, weil auch dort waren sie die bessere Mannschaft und leider in einem Elfmeterschießen gehört immer ein bisschen Glück dazu. Unsere U19 hingegen gegen Dortmund hat wirklich eine geschlossene Mannschaftsleistung gezeigt gegen eine starke, individual starke Dortmunder Einzelmannschaft, muss man ehrlich sagen. Und deshalb freut es mich auch, dass so ein Dennis Simon eine Chance bekommt. Und ich habe auch Thomas Castanares, habe ich vorher gesehen, der mit dabei ist. Also ich finde ich echt klasse und das ist auch der richtige Weg, absolut. Genau, und weil du beide angesprochen hast, beide natürlich dann auch in diesen entscheidenden Spielen eigentlich auch wieder überragend gespielt. Thomas dann sogar auch Torschütze natürlich, hat den Elfmeter da reingeschweißt und du hast es angesprochen. Solche Jungs, die natürlich dann auch von Nico Willig, von Tobi Rathgeb, auch drunter dann von dem ganzen Trainerteam, Markus Fiedler und sein Team auch rangeführt werden. Dieser Übergang NLZ zu den Profis mit Reno, natürlich dann auch mit Sven, der passt derzeit einfach. Auch diese Kontinuität, die da jetzt drin ist. Genau, absolut. Da muss man ehrlich sagen, da auch ganz großes Kompliment an unsere Trainer da im U17 oder U19-Bereich, dass da immer wieder so große Talente rauskommen. Und an uns liegt es jetzt natürlich, dass wir diese Jungs dann auch über das Jahr 18, wenn sie volljährig werden, hinaus bei uns langfristig halten können, was auch nicht immer ganz einfach ist. Klar, da gibt es überall Begehrlichkeiten bei guten Jugendspielern. Und dann natürlich das Zweite, wenn wir sie halten können, dass wir es schaffen dann. Und da, glaube ich, ist Rino echt gut dabei und dran, die dann bei uns auch im Kader zu integrieren, den Kaderplätze zu geben, die mitzunehmen, das Trainingslager heute beim Trainingsauftakt und dann vielleicht auch das eine oder andere Mal dann ganz langsam und sachte im Profikader ranführen und auch mal Einsätze vielleicht geben. Ja. Genau, jetzt sehen wir hier die Jungs, die so diese erste Woche zusammen bestreiten, die Nationalspieler, die stoßen dann erst später dazu, auch nach unserem Jakob-Spiel, das wir übrigens in Böblingen ja bestreiten dürfen, unsere Ecke, also da freuen wir uns auch drauf, der SV Böblingen wird das auch toll organisieren, im schönen Stadion, die Karten, die sind ja eh schon fast alle weg, das wird volles Haus. Ja, freue mich total drauf, am Samstag dann am 2.7. in Böblingen, bei mir vor der Haustür meines Unternehmens, freue mich drauf, am Samstagmittag wird ein schönes Spiel und freue mich drauf, ja. Genau, haben wir einen kurzen Heimweg, wir zwei. Genau, haben wir wirklich einen kurzen Heimweg und auch eine kurze Anfahrt. Ja, sehr schön. Aber mit dem Parkplatz müssen wir gucken, wir müssen rechtzeitig dort sein. Hab ich schon gehört, da gibt es wenig Parkmöglichkeiten, ansonsten, Holger, müssen wir halt ein bisschen länger laufen. Ja, ja, das kriegen wir auch noch hin, das kriegen wir hin, genau. Also, ich habe es nämlich jetzt gerade nochmal angesprochen, die Nationalspieler sind noch unterwegs, freuen wir uns natürlich, wenn dann aufgefüllt wird. Und dann geht es weiter mit den nächsten Tests. Alles rund ums Trainingslager und da fahren wir ins Allgäu in diesem Jahr. Genau, also ich freue mich total, dass wir gar nicht so sehr weit weg sind, sondern hier in der Region bleiben, dass wir im Allgäu bleiben, was auch schön war, dass wir diesmal relativ früh angekündigt haben, wo wir hingehen und wann wir hingehen. Das heißt, dass auch relativ viele Fans sich das einplanen können, zuschauen können, vielleicht auch mal nur einen Tagesausflug machen können. Also wirklich freue mich total drauf, dass es hier in der Region bleibt. Genau, und ich durfte am Freitagabend in Sulzdorf die Traditionsmannschaft begleiten. Auch da viele Fans, das ist die Haller Ecke, das ist ja schon auch eine sehr, sehr weiß-rote VfB-Ecke. Und ja, die haben sich auch alle schon angekündigt. Also ich glaube, wir rechnen damit, dass das Allgäu sehr brustringlastig wird. Ich bin mir ganz sicher sogar. Also ich glaube, im Allgäu sind wir als VfB sehr stark vertreten und gut, sehr gut präsent, muss ich sagen. Und Traditionsmannschaft freut mich auch. 2 Jahre lang konnten sie keine Spiele machen, leider Corona bedingt. Und die letzten beiden Spiele haben sie beide souverän gewonnen und mit guten Einsatzzeiten von guten Spielern. Kakao hat einen überragenden Elfmeter gemacht, kann man sich gerne mal auf YouTube anschauen, das lohnt sich. Und ansonsten freue ich mich, dass es auch dort wieder losgeht. Ja. Genau, auch da fügt man dann noch an, weil du es angesprochen hast, tolle Spieler. Da sind jetzt auch ein paar neue Junge wieder dazugekommen. Das ist ein guter Mix. Da sind unsere Heroen mit Karl-Heinz, mit Bernd Förster immer dabei, Hansi Müller, die dann weniger Einsatzzeiten haben, die dann auch außenrum das Ganze eher managen. Der Peter Reichert auch, der ist auch immer froh, wenn er nicht so viel spielen muss. Aber als Neuling mit dazugestoßen, unter anderem zum Beispiel Alex Farnerud, deutscher Meister 2007, wohnt hier noch in der Region Schwede, der sich hier einfach wohlfühlt und hat richtig Lust, mit ihnen zu kicken und hat sich da super eingefügt. Martin Lanig mit dabei, da freut man sich, wenn man die Namen wieder hört. Absolut, also wirklich sind ja alles bekannte Namen und alle noch welche, die sehr gut Fußball spielen können. Und es stimmt schon, wir haben so auf der Auswechselbank, glaube ich, das Who is Who. Ich glaube, wir hatten bei einem Spiel Hansi Müller dort sitzen, Guido Buchwald und Karl-Heinz Förster und der Bernd Förster sogar noch, glaube ich, mit 2 kaputten Knien, Hüfte, hat sich auf den Platz gequält und hat es, glaube ich, relativ gut gemacht. Also ich freue mich einfach, dass da alle zur Stange halten, das heißt die Alten und die Jungen.
Genau, Thema Tradition nehme ich ganz, ganz groß bei uns. Aber jetzt kommen wir zurück zu den Jungs. Auch einige wieder zurückgekommen, die verliehen waren. Also wir sind gespannt in Sachen Kader, wie er am Ende fix aussieht. Sind wir einfach an einem Zeitpunkt angekommen. Da kann man noch nichts Genaues sagen. Sven hat es uns vorher auch nochmal erklärt. Der Stein ist erst so langsam ins Rollen gekommen. Jetzt sind Namen gefallen, aber das Transferkarussell, das fängt sich jetzt erst an zu drehen. Genau, ich glaube auch, wenn das Karussell mal richtig in Fahrt kommt und dann der Schwung reinkommt, dass da viele Spieler wechseln, ich glaube, dann wird es auch erst Auswirkungen auf uns haben. Und da ist Sven definitiv viel näher dran und ich glaube, der schätzt es genau richtig ein. Das wird jetzt langsam erst losgehen und Fahrt aufnehmen. Genau, auf uns auswirken, ganz klar, das kursieren natürlich auch immer Namen, das wissen wir auch. Das ist auf der einen Seite natürlich auch was, das ist ein Qualitätsmerkmal. In den letzten Jahren haben sich bei uns Jungs in den Fokus gespielt und dass dann irgendwann mal ein Step kommen wird, wer auch immer das dann sein wird, wie gesagt, das zeichnet uns ja auch in einem gewissen Maße aus. Genau, ich meine, das ist ja absolut verständlich. Wir sind stolz darauf, dass wir tolle Spieler bei uns haben, die für uns wichtig und wertvoll sind. Und deshalb ist es auch nur verständlich, dass die in den Fokus von anderen Vereinen rücken und auch dort als wichtig und wertvoll erachtet werden. Und das ist eigentlich ein Kompliment für uns. Je mehr wir da haben, je besser eigentlich für uns. So, jetzt muss ich aber bei dir nochmal zwei, drei Themen abklappern, auch weg vom Training. Was machen eigentlich die Nerven? Ich habe dich kurz nach dem Spiel gegen Köln unten gesehen und ich glaube, du warst, also ich habe auch dazu gehört, zu den meist Angenockten im Stadion rund, aber ich glaube, dir ging es nicht viel besser. Muss ich ehrlich sagen, ich habe selten so eine Emotion im Stadion erlebt. Also spätestens nach dem Treffer in Dortmund, als Moukoko da das 2:1 gemacht hat, hat man gemerkt, was für eine Energie bei uns sich im Stadion entlädt. Und wenn man dann so spürt, so 10 Minuten vor Schluss, wenn da so 60.000 dann aufstehen, kollektiv, gemeinsam, habe ich eine Gänsehaut, muss ich ehrlich sagen. Und wenn dann das so passiert, dass wir dann in der Nachspielzeit mit Endo und der schöne Spruch, Endo gut, alles gut, ist überragend. Und ganz ehrlich, das war natürlich mehr als verdient, dass wir da in der 92. Minute das entscheidende Tor gemacht haben. Und ja, da habe ich dann das eine oder andere Freudentränchen auch verdrückt, muss ich ehrlich sagen. Weil das sind so Emotionen. Also sowas, das ist, glaube ich, das, was den Fußball auszeichnet. Das kannst du für Geld nicht kaufen. Jeder, der dabei war, der hat Fußballgeschichte miterlebt. Und das nur, weil wir nicht in die Relegation gekommen sind. Das zeigt eigentlich, wie viel Kraft dieser Verein und dieser VfB hat, weil wir sind kein normaler Verein, wir sind ein Traditionsverein von 1893 und da merkt man, dass es den Leuten sehr wichtig ist. Und der an diesem Tag auch passend VfB-mäßig belohnt worden ist. 92. Minute hast du angesprochen. Das ganze Spiel war in einem Retro-Trikot gewidmet der 92er Meistermannschaft. Die waren da. Wie gesagt, 92. Minute, der Siegtreffer. Ja, das war vielleicht dann auch so ein Bonbon dafür, dass man an dem Tag auch nicht viel falsch oder ein bisschen was richtig gemacht hat, sagen wir es lieber mal so. Also ich glaube tatsächlich, dass dieses Spiel hat für viele Spiele, wenn nicht vielleicht sogar für die ganze Saison, so ein bisschen Entschädigung geliefert. Und das stimmt, ja, es war die 92er Mannschaft und ich weiß noch, vor dem Spiel hat Fritz Walter noch zu mir gesagt, Klaus, wir sind heute eure Glücksbringer. Und es stimmt, er kam nach dem Spiel dann auch zu mir und sagt, Klaus, merkst du was? Tor in der 92. Minute, wir sind die 92er, wir waren tatsächlich die Glücksbringer. Und das stimmt, das war ein wunderschönes Erlebnis für alle, überragend. Viele Sportvereine haben nach der Pandemie schon auch Probleme gehabt, ihre Stadien, ihre Hallen auch in anderen Sportarten zu füllen. Man muss sagen, wie bei uns das angenommen wurde von den Fans und die Unterstützung in so einer schwierigen Phase, das ist ja nicht normal. Viele haben sich schwer getan, überhaupt wieder so in dieses normalen Rhythmus zu kommen, Großveranstaltungen anzunehmen. Bei uns das Stadion, das hat gebebt. Stimmt, also es war wirklich von 0 auf 200 eigentlich wieder. Und da kann ich auch nur sagen, dass ich da höchsten Respekt vor unseren Fans, unseren Mitgliedern, aber auch unseren Ultras aktive Fanszene habe, dass sie das akzeptiert haben unter Corona-Bedingungen, dass da vieles nicht möglich war und das natürlich zähneknirschend akzeptieren mussten, wie wir auch. Aber als es dann wieder losging, dann wieder da waren, als wäre nichts gewesen. Und das auch bei wichtigen Spielen, wo wir auf dem 16. oder auf dem 17. Platz stehen und das Stadion und die Fans und die Kurve uns unterstützen und nicht kritisieren. Und das zu Hause und auswärts, ich glaube, das ist einmalig und das hatten wir so beim VfB noch nie, so einen Zusammenhalt intern und auch extern bei den Fans. Das ist schon was, was uns auszeichnet und was mich total stolz auf diesen Verein macht, ganz ehrlich. Und dieses Miteinander finde ich schon auch, merkt man jetzt bei 2 Punkten. Ich finde Resonanz auf dem Trikot, das ist ein Bombentrikot, aber natürlich der Fan nimmt es auch so positiv an. Das ist in manchen Jahren auch nicht immer so gewesen, obwohl man das Trikot überragend findet und genauso auch Dauerkarten. Sag mal was zu den beiden Themen. Es ist unglaublich. Also über das Trikot brauchen wir, glaube ich, auch nicht mehr so viel sagen, weil das haben wir schon 3-4 Mal gelobt. Es sieht einfach mega aus. Also Trikot trotzdem auch dort kurz. Also ein überragender Entwurf von Jakob, muss ich ehrlich sagen.
ich habe selten ein schöneres Trikot bei uns gesehen. Was ich auch wirklich toll finde, ist, dass der rote Brustring wieder komplett durchgeht. Also unser weißes Trikot mal wieder, unser absolutes Aushängetrikot. Wunderschön. Ich habe es diese Woche zum ersten Mal selber in der Hand gehabt. Bisher nur Bilder gesehen. Die Bilder waren schon cool. Aber wenn man es dann wirklich selber in der Hand hat und es sieht, muss ich sagen, das ist echt toll, da freue ich mich total drauf und habe niemanden bisher gehört, der es kritisiert hat. Also es kommt überall gut an. Mhm. Das ist wirklich ein ganz großer Wurf und da können wir auch mit Jakob zusammen echt stolz drauf sein. Und zu den Dauerkarten, ich meine, ja, das sagt alles, wenn man nach so einer Zeit, und wir haben wirklich nicht den besten und schönsten Fußball gespielt, dann so einen Zulauf hat von Fans, von Mitgliedern, von Dauerkarten und wir eher da Schwierigkeiten haben, da allen gerecht zu werden und die vernünftig zu verteilen, jetzt auch im Umbau. Aber dort nochmal den Dank an alle die, die da vielleicht jetzt auch von ihrem angestammten Platz weichen müssen und jetzt eine gewisse Zeit woanders sitzen und das auch akzeptieren und mit uns diesen Weg gehen, diese Übergang- und Bauphase. Das ist unglaublich, muss ich ehrlich sagen. Genau, bevor wir gleich dann auch so langsam zum Ende vom Stream kommen, lass uns kurz auf den Platz kommen. Guck mal, es ist eine richtig intensive erste Einheit. Reno hat die Jungs zusammengeholt in der Spielform. Ich denke mal, ich habe gerade nicht so genau hingeschaut, aber ich glaube, so ein bisschen Intensität hat ihm gefehlt. Das ist Herr Matarazzo, wie wir ihn kennen. Da kommt der Italiener durch. Genau, Reno ist immer hoch engagiert und ihm ist es total egal, ob es heute die erste oder die letzte Trainingseinheit ist. Der verlangt einfach Leistung und wenn die Jungs das nicht zeigen von Anfang an, dann macht er es so wie jetzt, ruft sie zusammen und korrigiert, macht er überragend. Genau. Und er muss auch jetzt dann liefern. Wir haben es gerade gesagt schon mal, Testspiele rund ums das Trainingslager haben wir vorher schon mal auch drüber gesprochen. Dann kommt Valencia, dann noch ein Satz dazu, bevor wir dann auf den Start gegen Dresden und Leipzig kommen. Genau, also Valencia freue ich mich total drauf. Großer Gegner, da können wir nur lernen. Sag ich mal, da können wir zeigen, wo wir stehen. Auch technisch eigentlich eine überragende Mannschaft. Und ansonsten geht es ja schon heftig schwer los mit Dresden. Ja. Mhm. Schweres Pokalspiel. Jeder, der die Relegationsspiele gesehen hat von Dresden gegen Kaiserslautern, weiß, was uns dort erwartet. Eine kampfstarke Mannschaft und dann noch beim Heimspiel im schönen Stadion und auch stimmungsgewaltigen Zuschauern. Das wird nicht ganz leicht, aber es wird ein richtiger Pokalfight. Da freue ich mich drauf und alles andere, was dann die Bundesliga zeigt, da freue ich mich noch mehr drauf. Genau, wir sind aber richtig heiß drauf. Wie gesagt, wir sind so emotional raus aus der Saison. Also ich sage dir jetzt mal, ja, Pokal freue ich mich auch, weil das einfach ich finde, das ist ein schöner Wettbewerb. Ich mag Berlin, da durfte man ja dann auch schon mit dabei sein bei ein paar Events und freue mich riesig drauf. Aber dieses Jahr, ich freue mich dermaßen aufs erste Heimspiel, weil das letzte in der letzten Saison, man braucht nicht über die Konstellation reden, das will ich auch nicht mehr. Ich bin an dem Tag aus dem Haus, habe zu meiner Frau gesagt, Andrea, ich will heute nur zu dir heimkommen und sage, ohne Relegation. Wenn ich das sagen kann, ist alles okay. Aber du weißt, was ich meine. Es war einfach so ein Ende. Ich freue mich so aufs erste Heimspiel. Ganz ehrlich, also wenn ich das nur mal so Revue passieren kann, zu dem Spiel da, 92. Minute, das trägt uns eigentlich bis heute. Du wirst überall drauf angesprochen, ob beim Bäcker, beim Tanken, in der Stadt, von anderen Fans, von den eigenen natürlich. Das hat sich, sag mal, das war so ein positiver Push nochmal für uns, für den Verein, für die Mannschaft, für Mitarbeiter, für alle. Das tut uns richtig gut zu dem Zeitpunkt, ja. Genau, und du hast schon gesagt, auch noch mal so ein Punch, den man auch braucht, der zusammenschweißt. Ja, natürlich. Ich meine, zum Schluss, ich meine, klar braucht man da immer auch ein bisschen Glück in der 92. Minute, aber verdammt nochmal, das Tor war mehr als verdient. Das haben wir uns verdient und erarbeitet. Und das haben die Jungs sich verdient. Und insofern freue ich mich total drüber, dass uns die zwei Extraspiele erspart blieben sind. Auch für uns wichtig, dass wir früh nach auch dort eine Planungssicherheit haben und nicht nochmal warten müssen, wie es weitergeht. Das war überragend, hätte man besser kein schöneres Drehbuch schreiben können. Genau, Herr Präsident, dann entlasse ich Sie. Danke. Wie gesagt, in Sachen Plan und Sicherheit, in Sachen Kader, da geht es die nächsten Wochen erst los. Da freuen wir uns dann auch drauf. Wird auch noch alles spannend. Stimmt, also ich stehe bereit, ich lasse mich notfalls auch fit spritzen. Nicht als Spielertrainer, wir haben einen besseren Trainer mit Rino. Okay, dann vielen, vielen Dank auch noch an unseren Präsidenten Klaus Vogt. Und damit würde ich sagen, 40 Minuten haben wir eigentlich angekündigt, dass wir die übertragen. Jetzt ist eine komplette Halbzeit geworden. Ich glaube, wir lassen noch ein paar Impressionen vor euch laufen vom Training. Vielleicht auch noch mal ein paar schöne Fanbilder. Das war die erste Einheit in dieser Saison auf dem Rasen. Nach 2 Tagen Leistungstests haben unsere Jungs also performt in den neuen Heimtrikots. Wie gesagt, jetzt noch ein paar Minuten vor euch, ein paar Bilder zum Genießen und wir freuen uns auf euch. Wir freuen uns, wenn wir uns dann, ein paar von euch wird noch schon in Dresden beim Pokalspiel sehen. Klar, Valencia davor auch. Geht der Vorverkauf jetzt los. Demnächst, also da holt ihr euch gleich mal ein Ticket, dann könnt ihr euch schon mal einen Eindruck verschaffen. Sven hat ja angekündigt, die Mannschaft muss gegen Valencia schon in Shape sein, wie es Sven so schön international immer formuliert. Und dann, wie gesagt, geht's ab nach Dresden und spätestens gegen Rasenball Leipzig, O-Ton Mislintat, freuen wir uns auf ein stimmungsvolles Heimmatch hier in der Mercedes-Benz Arena. Dann euch erstmal noch einen schönen restlichen Mittag. Wir schauen mal, wie es in den nächsten Tagen dann hier weitergeht. Wir werden natürlich auch beim Testspiel oder beim Jakob-Spiel in Böblingen mit dabei sein. Und